Hallo YouTubies und herzlich willkommen zum dritten Infovideo des heutigen Tages. Wird auch das letzte sein. Mit dem Thema Auslandsaufenthalt und Zukunft des Kanals in naher und weiterer Zukunft. In den nächsten Wochen habe ich sehr, sehr viel zu tun fürs Studium drumherum und dann ist ja noch die Sache mit Junior, die absolute Priorität hat für mich. Danach kommt erst Studium und danach irgendwann mal so YouTube und danach ist eigentlich schon momentan gar nichts, keine Zeit mehr. Und dementsprechend werde ich in den nächsten Wochen wahrscheinlich wenig Zeit haben zu Let's Playen. Ich weiß, dass ich jetzt wieder vermeintlich mehr Zeit habe, weil ich ja nicht zur Uni renne. Ich werde auch mit Sicherheit das genießen, dass ja jetzt langsam anfangenden Sommer bis Spätsommer die Abendstunden gut sind für Aufnahmen von Diablo 3. Das werde ich auch ausnutzen. Das heißt, in nächster Zeit wird es viel mehr Folgen von Diablo 3 geben und nur noch ein paar von Seven Days to Die. Ich werde das so gestalten, dass ich immer 6 Folgen Diablo unter der Woche habe, von Montag bis Samstag. Und am Sonntag wird dann immer entweder Seven Days to Die oder irgendwas anderes Besonderes, mal wieder eine Bundle-Folge oder was auch immer. Und ja, es wird das Xane Features Eisenseele auf jeden Fall noch geben bis spätestens Ende August. Oh Gott. Aber die Frage ist natürlich, was passiert dann mit dem Auslandsaufenthalt? Wenn die Mutter meines Sohnes nicht total am Rad dreht und am Ende daran schuld ist, dass ich den absagen muss, was einem Ende des Studiums gleichkommt, werde ich quasi mehrere Monate nicht in Deutschland sein. Und im Ausland kann man mit einer Smartphone-Flat, und das ist das Einzige, was ich mir dann leisten kann voraussichtlich, und selbst mit einer billigen Flat dort, normal Internet, nicht jeden Tag YouTube-Videos hochladen. Obwohl ich dort nun wirklich dann die Zeit hätte. Was irgendwie blöd ist. Und noch dazu, dann bin ich dort mit einem Notebook ausgestattet, das ich mir noch erst kaufen muss, ein billiges, oder meins reparieren, oder wie auch immer. Da merkt man schon, also wäre da die Qualität der Spiele jetzt auch nicht so, die AAA-Games, ne, grafisch sind da nicht mehr drin, so oder so. Ja, das sind eher Brettspiele oder Adventures oder was auch immer, die nicht so in einer ganz, ganz tollen Kategorie sind, wo riesige Grafik verlangt wird oder sowas oder riesengroßer Speicher. Also auch große Strategie und Simulation sind per Billig-Notebook auch nicht mehr drin. Aber es gibt ja Gott sei Dank viele, viele Alternativen. Und viele andere Formate. Womit wir bei einem Punkt sind, ich denke mal, das Wahrscheinlichste ist, dass ich nicht mehr tägliche Videos dann haben werde. Die werde ich wahrscheinlich auch in den nächsten Monaten bald nicht mehr haben. Und ich kann nicht für 8 Monate im Voraus produzieren. Das geht ganz einfach nicht. Nicht mal, wenn ich jetzt rund um die Uhr dran sitzen würde. Aber bestimmte Gesprächsfolgen kann ich machen. Ne? Ich kann interviewen. Ne? Dieses Minus-mal-Minus-Quadrat-Format könnte man sich überlegen, weil übers Internet kann man auch mit Teamspeak, Discord und Co. Das ist also nicht das Problem. Ich kann ja auch nicht täglich Videos dann schauen, voraussichtlich, ne, mit einer Smartphone-Flat sollte man nicht ein YouTube-Video nach dem anderen schauen. Also das, kein YouTube mehr zu schauen, das würde mich da wirklich treffen, nehme ich an. Aber ich muss Prioritäten setzen, ne, das ist klar. Und die erste Priorität einer Internetverbindung ist, kann ich mit Junior reden, ihn sehen, er mich und so weiter und so fort, ne, ganz klar. Insofern wird es die nächsten Wochen noch verhältnismäßig normal weitergehen, so wie ich Zeit habe, ne, das wird sich nun mal alles dem unterordnen müssen. Was ein bisschen merkwürdig ist, weil in ein paar Wochen sind es 4 Jahre Xane, verfluchter Mist. Und ja, schauen wir mal einen Schritt nach dem anderen. Und dann wird es eben bis Mai nächsten Jahres so sein, dass ich nur begrenzt viele Videos habe, 1 oder 2 die Woche. Ich will ja meinen Auslandsaufenthalt auch irgendwie so ein bisschen dokumentieren. Das heißt, über Twitter wird schnell mal ein paar Zeilen abgeschrieben werden täglich, das ist nicht das Problem. Und auch mal ein Foto hier und da hochgeladen. Aber das Ganze will ich auch ein bisschen protokollarisch machen. Ne? Wie ist mein Auslandsaufenthalt? Wo lebe ich? Und was habe ich erlebt? Und was sind so Probleme? Das heißt, Aufnahmen werde ich so oder so machen. Ne? Mein Mikro nehme ich selbstverständlich mit. Ob ich die dann auch zeitnah hochlade oder nicht, weiß ich nicht. Vielleicht am Ende erst oder mittendrin oder so. Muss ja auch alles irgendwie zusammengeschnitten, gerendert und so weiter und so fort werden. Also werde ich mir da was einfallen lassen zu dem Thema. Ich bin aber jetzt ganz ehrlich auch auf Vorschläge von euch gespannt. Was könnte man denn machen? Frei nach dem Motto, wenn du da bist, mach mal das und das oder besprech was. Zum Beispiel meine Idee, die auch gekommen ist für die nächsten Wochen, was ich aber dann wahrscheinlich mehr aufheben werde für den Auslandsaufenthalt, ist ja sowas wie philosophische Debatten. Einfach mal 5 Minuten philosophieren über irgendwas, was im Alltag passiert. Wenn man an der Kasse steht und sich wundern, warum alle eine zweite Kasse verlangen. Was wäre, wenn man eine Schnellartikelkasse für über 60-Jährige einführt oder sowas. Ne? Einfach so zufällig und spontan die Gesetze dessen, wie wir leben und was wir gewohnt sind, komplett außen vor lassen und mal irgendwas philosophieren. Was wäre, wenn? Ne? Nach dem Motto schnelle Lösung. Ne? Ich habe mir gestern was angehört von wegen, also gestern aus meiner Sicht Donnerstag, Aufnahmen sind übrigens Freitag,
Was wäre, wenn man die kilometerlangen Baustellen auf der Autobahn, wo doch bloß 100 Meter gebaut werden, einfach verkürzen würde und wirklich bloß 100 Meter vorher eine Begrenzung? Ja, dann fahren die alle in die Baustelle rein, Idioten. Na, also sowas können wir mal zu Ende philosophieren nach dem Motto, was wäre, wenn? Das sind so kurze Videos, da kann man reden, da brauche ich bloß irgendein Bild im Hintergrund hochladen oder sowas. Da muss ich keine riesengroße Uploadrate haben und das kann man ein, zweimal die Woche machen oder einmal die Woche an einem festen Tag zum Beispiel. Das heißt, der Kanal würde jetzt nicht Spinnweben ansetzen. Über 8 Monate. Aber es gibt auch andere mögliche Formate, wo ich mir noch sicher bin, was mache ich, was nicht. Ich muss ja hier keinen Comedy-Auftritt machen. Ich kann über Nachrichten kurz resümieren oder sowas. Also es sind mehr so nicht Vlog, aber ja, quasi Podcast, Audiocast, was auch immer Formate. Das heißt, der größte Teil wird dann akustisch sein bei meiner Stimme. Ha, tut mir leid. Ja. Insofern weiß ich noch nicht, was, wo, wie wird sein, wird kommen. Aber ich bin sehr gespannt drauf, denn ja. Irgendwie will es ja weitergehen und natürlich habe ich da auch da ganz andere Prioritäten. Insofern wird mir schon was einfallen, aber ich bin auf eure Vorschläge auch gespannt, die auch bitte zahlreich unter das Video haut. Was könnte man in der Zeit machen? Was wäre möglich? Ne? Denkt dran, ich kann hier keine großen Videospiele. Ne? Das ist mehr als 3 Megabyte Uploadrate. Ich könnte keine täglichen Videos produzieren. Ne? Wie gesagt, stellt euch das auf dem Smartphone vor mit Flat. Das geht ganz einfach nicht. Aber das eine oder andere wird sich schon mal machen lassen und ja, ich bin offen für Ideen. Ich weiß selber noch nicht, wie es weitergehen wird. Ich weiß bis August, September, naja, gut, viel zu tun drumherum. Aber ob ich das schaffe, ja, ich denke mal meine 20. Ich muss die aber jetzt wirklich mal auf 20 Minuten endlich begrenzen. Ne? Ich sage 20 Minuten, die Folgen gehen dann 40. Dann schaffe ich es vielleicht auch tatsächlich noch die 6 Diablo-Folgen pro Woche oder so im Moment herzustellen. Und natürlich hat alles andere Priorität. Ne? Es ist so, wie man abends einen Film guckt oder so, nehme ich dann halt auf. Das wird schon zu klappen sein, aber danach natürlich nicht mehr. Und für im Voraus produzieren geht auch nicht, weil, nochmal, an erster Stelle kommt Junior und an zweiter Stelle kommt Studium und dann darf erst alles andere kommen und dann wäre ja auch noch meine Gesundheit irgendwo mal in die Liste mit einzuordnen. Auch erst nach Junior und dem Studium. Super. Na, also insofern schauen wir mal, wie es geht. Wenn ich natürlich in England flächendeckend Internet haben sollte, weil ich mit meiner spanischen Studentin, mit der wir da wahrscheinlich eine Wohnung teilen oder so, Internet mir zulegen werde dort, ne? Und wir haben da irgendwie eine halbwegs brauchbare Uploadrate von 2-3 Megabyte Flatrate, dann ist das wurscht. Dann machen wir das dort vor Ort. Und dann habe ich ein Notebook und dann spiele ich halt was auch immer auf dem Notebook gerade so. Selbst ein 200-300 € Notebook hat immer noch irgend so ein i3, i5, was weiß ich, AMD. Mit halbwegs dezidierter Grafik. Das wird schon halbwegs gehen und Speicherplatz, ne, wird auch nicht auslaufen. Aber da wird natürlich nicht viel drauf laufen und groß rendern und so. Ja, halt OBS-Aufnahme fertig, gut ist. Und hochladen kann man ja über Nacht oder was auch immer, abends oder morgens, wenn man eh kein Internet braucht. Aber ja, mal schauen. Ich bin für Vorschläge offen. Wie ich das mit Kontakt mit Junior Skype oder so. Ja, Da müsste die Mutter mitspielen, die noch ganz andere Spirenzchen spielt. Also, aber wie gesagt, 30.8. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern schauen wir mal. Und ja, mein Aufruf an euch, wenn euch was einfällt, was wäre das möglich? Ne? Für den Fall, dass wir wirklich nur so Gesprächsvideos machen können, so mit kleinem Bildschirmhintergrund oder ab und zu mal Bildercollagen, machen wir das. Natürlich werde ich das eine oder andere Foto, ich meine, ich bin 8 Monate in einer Kleinstadt, dann gibt es jetzt nicht so viel, was ich zeigen kann. Und erklär, irgendwann habe ich dann mal alles gesagt. Ne? Auch wenn es für mich mal was Neues sein wird. Ich bin ja da kein Tourist, aber immerhin fast so was Ähnliches. Ist ja quasi sowas wie mein erster Urlaub, obwohl ich da auch 12 Stunden die Woche arbeite. Und das ist eine andere Option, kann ich euch von dem, ich meine, ich gebe quasi Deutsch als Nachhilfe, so, ja, kann man jetzt auch nicht jeden Tag drüber reden oder so, ganz abgesehen vom Datenschutz. Insofern, und dass ich jetzt meinen Kanal derweil umstelle auf pädagogische Grundideen, ja, da müsste man überhaupt mal unterrichten dürfen. In die Bredouille werde ich gar nicht kommen, also, das heißt Bredouille, ne? Ihr wisst, ich würde lieben gerne, aber es ist, die brauchen halt Nachhilfe, Leute, und dafür bin ich dann angestellt, dafür werde ich bezahlt, wenn auch schlecht, aber, ne, so ist es halt. Und ich muss ja 2 Wohnungen finanzieren, also, ne, es ist, ja. Schauen wir mal, ich bin auf Vorschläge gespannt. Ich bin auch gespannt, was mir einfallen wird. Ich werde viele Ideen entwickeln, viele Ideen verwerfen. Das mit dem Philosophieren kann bestimmt mal passieren. Und für alles andere schauen wir mal. Vielleicht mache ich spezielle Podcast-Formate dann für Politik, Sport, irgendwas, ne, so, oder IT oder Videospielmarkt, ne.
Und die Sache mit den Hashtag GameIdeaTalk kann man ja auch fortführen. Oder vielleicht informiere ich mich halt tagsüber, wenn ich Zeit habe, ein bisschen über Indie-Games und Early Access-Entwicklungen und rede darüber oder so. Wäre jetzt nicht meine favorisierte Wahl, dann lieber Hashtag GameIdeaTalk. Aber mal gucken. Also ich bin für Vorschläge offen. Von mir aus auch zu bestimmten Themen. Ne? Eisenseele spricht aktuell auch über Science Fiction und was weiß ich. Ja, schauen wir mal. Das wäre es von meiner Seite, mehr wollte ich auch gar nicht sagen. Großes Interview für die Zukunft. Also erstmal geht es noch ein paar Wochen weiter, aber ne, wenn Oktober ich quasi mit dem Flieger, ui, und muss ja auch noch die Hälfte geplant werden, das wird lustig. Wird schon irgendwie klappen, hoffe ich. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Irgendwie, und dann schauen wir mal. Aber wie gesagt, ich bin für Vorschläge offen, falls euch was einfällt. Ne? Weil ihr sagt, ihr guckt regelmäßig oder hört regelmäßig irgendwelche Podcast-, Audiocast-Formate und da hat irgendjemand was ganz Tolles gemacht, wo er nur Bilder verwendet oder so. Dann schreibt es in die Kommentare, ja, dann höre ich mir das auch an und überlege was. Ich meine, ich werde jetzt nicht über Pferdedressur reden, ja, nur weil ihr das vielleicht kennt, aber ja, schauen wir mal. Ich bin offen und es wird weitergehen. Der Kanal stirbt deswegen nicht aus und selbst wenn ich jetzt aufgrund der Junior-Angelegenheit mein Studium abbrechen müsste, ich meine, gut, wenn dafür mein Kanal sterben muss, stirbt der Kanal fertig, da wird nicht mit der Wimper gezuckt, ne? Ihr kennt meine Prioritäten, aber ja, das Leben geht weiter. Also ich habe immer noch mit dem Rücken zur Wand gefunden und egal was da entgegenkommt, ich arbeite weiter und ich bleibe weiter der nette, liebe Mensch, der ich bin. Schauen wir mal. Alles zu seiner Zeit, das war's für dieses Infovideo. Wie gesagt, Vorschläge da unten in die Videobeschreibung, da wo unten, ich zeige das auch hin, auch wenn ihr nichts seht. Bis dahin, Xen.